Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Christmas, The Game, nein, Kingdom Come hieß es, Kingdom Come Deliverance. Ja, weihnachtlich heute, oder? Den wunderschönen Gammy hat Nadinchen für, also Trunksy für Melly und mich gemacht, super, super schön. Wunderschönes, liebes Geschenk und ich wollte es jetzt unbedingt zeigen, auch wenn Weihnachten jetzt wahrscheinlich schon ewig vorbei ist, aber hey, da haben wir es aufgenommen. Also, ja, ich hoffe, der gefällt euch auch, schreibt mal es unter den Part. Wie toll Nadinchen doch ist, wie toll Trunksy ist und, ja, ne? Jetzt blende ich ihn aber erstmal wieder aus, weil so können wir schlecht spielen. Ich meine, geht, oder? Geht. Heute ist voll Christmas Gammy Part, nein. Nein, leider nicht. Ich nehme mal wieder raus. So. Spielen wir ein bisschen Kingdom Come weiter. Wir sind ja relativ, nah dem Ende, nur irgendwie will die komische Quest jetzt gerade nicht. Denn wir sollen den angeblichen Attentäter aufspüren im Schloss, nein, Klostergarten. Klostergarten ist es eigentlich und ich habe was im Auge. So, Leute, geht gleich weiter. Christmas Come Delivery. Genau, Carter, genau. Den finde ich super. Hätte ich aber dran denken können, ne, ich Idiot. An sowas cool. Ups, ich sitze in einem Grab drin, das ist nicht so cool. Super für einen Attentäter, um mich abzustechen. Irgendwo soll hier um 12 Uhr ein Attentäter sein. Und 24 Uhr ist durch. Also 0 Uhr, 12 Uhr, wie, 12 Uhr nachts, wie man es auch immer sagen möchte. Ist ja wurscht. Die Zeit, die eigentlich nicht existiert, weil sobald sie existiert, ist der neue Tag da. Und damit ist es schon wieder, ne? Schon wieder was anderes. Weil diese Zeit nur eine Sekunde existiert. Oder halt den Übergang von 23:59 auf 0:01, diese eine Minute. Ja, toll, hier ist aber niemand. Oh Mann, Kadex. Bei den Quotes, ey. Du lebst noch, alles ist gut. Ich weiß nicht, wo ich um 0 Uhr nach dem Attentäter schauen soll, aber ist cool. Wir sollen noch einen anderen finden. Ich habe keine Ahnung, wo der ist oder so, aber Pager. Ja, soll man in Erfahrung bringen. Cool. I don't know. Ich glaube kaum, dass hier ein Fassadenkletterer unterwegs ist, der hier durch die Gegend klettert. Brauchen wir was zu essen? Nein. Ja, Carter hat das Ding angemacht, das, Dings. Carter, das für Nitro kannst du auch gern wieder rausnehmen, aber vielen Dank, dass du das gemacht hast. Denn das Giveaway ist ja vorbei. Der Gimli hat übrigens gewonnen für die Leute im Part. Wer hätt's gedacht, ne? Wer 20 Tickets reinhaut, kann auch gewinnen dabei. Kennst du Pager? Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Oder Piker. Kannst du mir etwas über einen Meister Piker sagen? Sicher, hab mit ihm im Gasthaus gewürfelt. Anständiger Kerl. Im Gasthaus, dankeschön. Lebe wohl. Pfeift drauf, wenn der Attentäter kommt, hat er halt Pech gehabt. Ja. Dann kriegen wir den Tribock auch irgendwie so zusammengezimmelt. Vielleicht mit seinem Leichnam oder so, I don't know. Ich habe gehört, wenn man den Leichnam nur oft genug an die Balken haut, dann wird da draußen Tribock. Gimli ist jetzt aber pleite. Nee, glaube ich nicht. Hatte Gimli nicht 4000 Cookies? Er hat 2000 dafür eingesetzt, also. Außerdem für Discord Nitro hätte ich auch alle meine Cookies geopfert. Aber es ist halt blöd, ne? Wenn man das bekommt, damit man es verschenkt und ich nehme es dann selber. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob das überhaupt möglich wäre. Ich habe es gar nicht ausprobiert. Ist ja doof, ne? Wollen wir nicht haben. Na, ja, 139 Cookies hat er noch, aber es passt doch. Bürger. Burger. Jetzt will ich Burger haben, Schatz, du bist schuld. Sag mal. Sitzt einer im Keller? Not really. Nicht, dass irgendjemand sehen würde, dass ich hier bin und hier ist sicher auch nichts Sinnvolles drin, aber. Ne, gar nichts drin, sag ich ja. Das kennen wir ja schon. Aber ich wollte die trotzdem knacken für die Skillpunkte bzw. die XP.
Genauso knacken wir das hier schnell. Zap. Kann passieren, Kadex, kann passieren. Shunkmai, die einfach in der Bude pennt. Oh, das muss ja auch gut sein, ne? Wenn die ganze Zeit irgendwelche Besoffenen an deinem Bett entlang gehen. Der Wirt sitzt hier, während die Shunkmai da pennt. Super. Kennst du den Pager? Was Paker? Kann ich für dich tun? Gastiert hier zufällig ein gewisser Meister Paker? Sicher doch. Was hast du mit dem zu schaffen? Weshalb ist er hier? Warum so neugierig? Mein Meister gedenkt, Handel mit ihm zu treiben. Deshalb möchte ich herausfinden, ob er vertrauenswürdig ist. Er ist ein anständiger Kerl. Er zahlt und ist sicher kein Geizhals. Es heißt, er handle mit Stoffen. Mhm. Wie sieht er denn aus? Ah, der ist nicht zu übersehen. Wenn ich seine Kleider verkaufen würde, könnte ich ein halbes Jahr davon leben. Was ist er für einer? Den Leuten ist er gediegen genug. Und mir? Hab ihm meinen halben Gewinn zu verdanken. Okay. Hab Dank. Mach's gut. Jetzt ist die Frage, wo ist er? Wahrscheinlich in einem der Zimmer oben? Pager, du teilst das Zimmer mit jemandem? Welcher Schatz? Gott schütze dich, Heinrich. Der Freskenmaler-Penner. Ja, komm. Die Tür kann ich leider nicht mal aufknacken, wenn ich es wollte. Das heißt, ich muss mir erstmal hier ein Bett holen. Da lässt sich für wie lange. Nur die. Hier dein Geld. Dir wird's hier Zwei Groschen, so ein Gute. Billiger Kram. Okay. Für mich ist Cups schon, wenn du mehr als den Anfangsbuchstaben eines Wortes groß schreibst, Kadex. Also wundere. Nee, Dragonity? Nee, Gimli? Gimli. Gimli war's. Kadex auch. Du auch. Ja, alle. Damit ihr es wisst. Wir alle gebannt. Direkt. Für zu viel Cupsen. Gewollt oder ungewollt? Scheißegal. Alle bannen. Nein, ganz so streng bin ich auch nicht. Aber ich finde Kapseln einfach so schrecklich. Es sieht so kacke aus. Es zerstört so das wunderschöne Schriftbild. Wow, sagt der Jojo. Ja, Jojo, siehst du, ne? So läuft das. Hartes Regiment nennt man das. Hartes Regiment. Zuckerbrot und Peitsche, sagt Melly. Siehst du, ich weiß Bescheid. So läuft das. Mit Peitschen kennt sie sich aus, sagt sie. Okay. Schatz, das sind interessante Wahrheiten, die du hier sprichst. Davon wusste ich noch gar nichts. Am Anfang habe ich schon bei einem Groschen gefeilscht. Ja, Gimli, am Anfang hat man es auch gemusst. War, erinnerst du dich dran, als ich 250 Groschen den Miesen war plötzlich und dann im Kerker gelandet bin? Ja, merkst du? Hallo, Heinrich. Hallo. Ich weiß, das hier ist privat, ne? Du hast hier nichts zu suchen. Oh, come on. Langschläfer. Bester Namensmerker. Naja, ihr seht bei mir alle gleich aus in dem Chat. Das müsst ihr halt auch wissen, ne? Ihr habt keinerlei Farben. Nur die Länge eures Namens ist alles, woran ich mich orientieren kann, wenn ich nur mal kurz in den Chat blicke. Und dann muss ich das teilweise an dem, was geschrieben wird und wie es geschrieben wird, herausfinden. Und das ist halt nicht einfach. Das ist oft missverständlich. Hallo, Pager, hier bist du. Gott schütze dich, Heinrich. Läuft. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, du mich auch. Bist du Meister Paker? Der bin ich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Heinrich von Skarlitz. Und was begehrst du von mir, Heinrich von Skarlitz? Ihr müsst mehr Secret of Mana gucken. Das Melly auf ihrem Kanal hat. Dann wüsstet ihr, was mit dem Peitschen ist. Egal, Halte dich von Meister Kieser fern. Kieser? Konrad Kieser? Weshalb sollte ich etwas mit ihm zu tun haben wollen? Ich wollte es eigentlich gar nicht sagen. Also nicht besorgt sein? Besorgt? Gott, nein. Warum auch? Wir waren Freunde.
Dann würde ich das doch sowieso. Ja, siehst du, Naradem, so sieht's aus. Schön, dass du dich deiner Rolle annimmst. Was führt dich nach Sasau? Ein Verhör also, verstehe. Ich bin geschäftlich hier. Und mit wem machst du Geschäfte? Warum fragst du nicht lieber nach meinen Dirnen? Mit wem ich Handel treibe, ist meine Sache. Okay. Na gut, das wäre dann alles. Wie der Meister befiehlt. Wir müssen mal waschen. Guck mal, die Kleider, die sind so dreckig. Wir müssen mal wieder ins Badehaus. Ja, und nu, haben wir's? Halte Mitternacht nach dem Meuchler Ausschau. Ja, toll. Was machen wir jetzt die ganze Zeit über? Erstmal ins Badehaus gehen und den Dirnen frönen. So sieht's aus. Da gehen immer ein paar Stunden rum. Du hast dich mit vielen Dingen abgefunden, Nara. Na ja, dann. Dann passt ja der Schuh, ne? Ist das super. Aus irgendeinem Grund kann ich das hier aufschließen. Und es ist niemand da. Außer ein Topf, den ich ausnahmsweise mal nicht haben möchte. Oh, ich kann die Truhe aufschließen. Geil. Habe ich einen Generalschlüssel für alle Häuser oder was? Ist das nicht das Badehaus? Ach, da unten ist das Badehaus. Die Brücke runter, okay. Ja. Das hier ist der komische Schmied, der mir völlig egal ist. Es heißt nicht, dass bei dir was direkt auffällig ist, Dragon Unity, aber jeder hat seinen eigenen Stil und es ist relativ einfach, meistens, Leute auseinanderzuhalten. Was das Schreiben angeht. Wie jemand schreibt, also was, wie er die Wörter schreibt, wie welche Wörter er verwendet und sowas. Es gibt einen eigenen Stil und das ist relativ einfach, bei den meisten darauf zu kommen. Ich kann das bei ziemlich vielen Leuten auseinanderhalten. Ich möchte etwas bestellen. Aha. Ich hätte gerne... Du wirst es nicht. Lebe wohl. Oh yeah. Bei Wrakas. Oh. Istache. Morgens um 8 erstmal eine Stunde mit einer Dirne verbringen läuft. Guck mal, da meldet sich sogar Suspicious Doggo. Ja, dich auch. Hast du was verloren? Oh, du bist sogar echt mal eine Hübsche. Nett. Wie wär's nochmal eine Runde? Ich zahle auch extra. Okay. Also jetzt dürfen wir auch wieder sauber sein. Jawohl, schaut euch's an. Ah, Kleider gewaschen, alles gut. Jetzt sehen wir auch wieder aus wie ein Mensch. Und haben gepimpert. Das Allerbeste. Nur das Beste für uns. Wie würdest du es bei... Kann ich nicht, Dragon Unity. Das ist nicht möglich. Oh, hast du lecker Essen, Schatz. Maddie macht gutes Essen. Ja. Ich krieg nichts, weil sie gemein ist. Und böse. Du hast schon gegessen, du Dobi. Sagt sie. Ah, Details. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt hier die ganze Zeit, wenn wir dann bis Mitternacht warten müssen, bis der Typ da attackiert wird oder eben nicht. Wahrscheinlich rumstehen. Ich will auch essen. Dann isst was. Mach dir Brot. Oh, oder so richtig schön Rührei, wie Melly es gerade gemacht hat, mit Brötchen. Geil. Rührei, Schatz. Nicht, was ihr komischen Österreicher dazu sagt, sondern was richtige Menschen dazu sagen. Menschen in der Zivilisation, weißt du? Frau Kerry, machen Sie was für uns. Wow. Wie viel zahlst du denn, Suspicious Doggo? 50 Euro, dann gibt's was. Und nur Essen, nichts anderes. So auf so Schmuh lassen wir uns gerne das ein. Ah, so Blödsinn. Das heißt, ich muss jetzt hier warten, oder? Ja, ich muss jetzt hier. Das war falsch. Ah, wow, Gary. Ja, jetzt, ne, nachher kommt wieder so einer. Ich zahle mit Monopoly-Geld, wird leider nicht akzeptiert, die Währung. Wir nehmen nur echt Gold. Oder auch 24 Karat Diamanten. Bitte kein Blutdiamanten, damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Nein. Ich kann das jetzt nicht abziehen, Schatz, das Headset. Warten wir bis dahin? Ja, passt.
Wie nennt man das sonst? John müsste Kingdom Come Deliverance spielen? Meinst du wirklich, Gimli? Er hat zu wenig Hintergrundwissen dafür, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob er sich da wirklich drauf einlassen würde, also so wie es sich gehört, Gimli. Gold Pressed Latinum geht auch? Nein. Warum wollen Sie mich jetzt töten? Ich glaube, eine Hand brauche ich nicht. Wait, what? Sie sind hinter mir her. Ich weiß es. Ach so, du bist nur wieder paranoid, du Held. Speichern wir nochmal. Wir sind doch total fertig. Wir können gleich wieder pennen gehen, was total doof ist. Aber naja. Außerdem dürften wir ausgehungert sein oder zumindest Essen benötigen. Also gönnen wir uns mal das, was die Wache eigentlich essen sollte. Das sieht nicht so gut aus. Sieht sehr schwarz aus, aber es ist hoffentlich nur der Schatten. So, nu. Schön, dass ich schon wieder in so einem scheiß Grab hocke. Wo der Mörder eigentlich reinfallen sollte, dieser Meuchelmörder, der angebliche. Also ich sehe hier niemanden. Leider ist unser Wir hatten Sex-Bonus auch fast weg. Wow, die Geräusche, ey. Gary, machst du auch ASMR? Nein. Ich empfehle NMS? Nein. No Man's Sky? Nein. No Man's Sky ist ein billiges X4. Gibt's nicht. Also ja, wir werden es auf jeden Fall nochmal spielen. Das habe ich dir ja versprochen, Kadex, aber ich weiß noch nicht genau wann. Vielleicht, wenn sie es zu einem guten Spiel gepatcht haben. So in 50 Jahren oder so. Mal gucken. Und ja, ich bin unfair zu dem Game, weil X4 ist besser. So, es hat besser zu sein. Und bis ich nicht wirklich davon überzeugt bin, dass es auch so ist. Ich habe mich so auf X4 gefreut und es war so eine Enttäuschung am Anfang. Es ist immer noch ein bisschen enttäuschend, aber es ist schon um einiges besser geworden. Ja und nu, was soll ich denn hier noch warten? Wo soll ich warten? Was soll die Scheißquest bitte? Halt um Mitternacht Ausschau nach dem Meuchler. Ja, I do. Aber der gibt mir ja nicht mal vor, wo das sein soll. Soll ich durchs ganze Land reiten und um Mitternacht nach einem Meuchler suchen oder was? So ein Schwachsinn. Das Einzige, was passieren wird, das wird ein Inside-Job sein. Und wahrscheinlich ist hier der Bergesepp der Typ, der ihn umbringen will. Gut, dass wir ihn jetzt aufschließen können. Ich hatte heute ein selbstgemachtes Sandwich mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Feldsalat, Käse und gegrilltem Hacksteak auf angegrilltem Ciabatta. Nice. Das klingt doch nach was Leckerem und Gutem. Cause I can. Oh, ich würde ihn so gern plündern, ne? Ist mir ganz egal, wie teuer das alles ist, aber er hat's verdient. Nur weil er so ein Assi ist. Und deine Groschen klaue ich dir auch noch. Und dein Kettenhemd. Und die da. Und alles, was irgendwie einen Wert hat bei dir. Das ist so geil, ey. Wie ich den echt abgemurkst habe oder beziehungsweise nur ein bisschen ohnmächtig gewirkt habe. Und der Typ hat es unter mir mitbekommen. Also Herr Schreiber, ich glaube, Sie müssen auch mal ein bisschen gewirkt werden. Ich weiß nicht, wir sind voll der Assi hier, ne? Ach so, ich hatte wahrscheinlich schon mal so einen Truhenschlüssel. Irgendwoher.
Können wir jetzt auch noch den Kusto ein bisschen würgen? Den habe ich auch schon mal gewürgt. Gary zieht alle Männer aus bei Wrackers. Ja, so passiert das hier. Ich kann ihn nicht umhauen, den Bergesmann. Wahrscheinlich, weil er in diesem blöden Ding hier liegt, ne? Ah, es ist eine wahre Freude. Dabei hätte der es am ehesten verdient. Was ich auch doof finde, dass man hier keine Fackeln ausschießen kann oder so, wie bei Thief. Das war eine geile Mechanik, Leute, bei Thief. Das war mega gut. Brauchen wir noch einen Foodborne-Channel im Discord? Nee, finde ich nicht gut, Gnara. Finde ich nicht gut. Schon weggefuttert am Anfang des Streams. Außerdem habe ich heute meine Weihnachtsmuffins und 2 Bratäpfel ausgeliefert. Aha. Verdammt. Wie wir beide einfach nur treten. Von wegen, er will nichts von dem, hä? Ich wette, ich darf eh nochmal laden. Oh, Schädelbrecher. Ich darf ihn sicher nicht plündern, sonst bin ich wieder der Drecksack. Der hat aber echt geile Ausrüstung, also wow. Der hat's ja voll drauf. Gelobt sei Jesus. Findest du es? Es ist die Hölle. Ich wünschte, wir könnten zurück nach Bethlehem. Alles Gute. Scheiße, wenn der Penner abhaut, wird das nix, glaube ich. Und ich komme gerade nicht hinterher, warte mal. Zu viel Crap dabei. Oh nein, muss ich ihm echt hinterher, dem Typen? Ich weiß nicht, wo er hin ist. There you are. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich den zu dem bringe. Jetzt kann er eh nichts mehr machen. Food wäre geil. Wirklich? Ihr wollt ein Food? Boah. Ich finde das Wort an sich schon so grauenhaft. Ich will so einen Quatsch eigentlich bei mir nicht haben. Reicht schon, wenn Bruger so einen Blödsinn macht oder sowas. Also ich brauche so einen Scheiß nicht. Wenn die beiden so umgefallen werden wie die zwei Dudes in Scary Movie 1, weiß ich gar nicht mehr, was du meinst. Was war denn da in Scary Movie 1? Ich habe das so lange schon nicht mehr gesehen. Dann nenn es doch Nom Nom Channel. Ja, okay, maybe. I don't know, muss ich mir überlegen. Am besten war ja, wenn der Typ aufgestanden ist, nachdem du ihn verdroschen hast. Dann tippelt er los, macht seelenruhig die Tür auf und rennt dann los, wie von der Wespe gestochen. Ja, so ist das hier. Ich darf die Tür nicht schließen, wirklich. Cookie-Höhle. Hey Chef, hier ist ein Freund von dir. Meuchelmörder, nach all dieser Zeit. Ich darf die Tür nicht zumachen. Oh, der Penner, ey. Ja. Guck mal, wer da liegt, ey. Der beste Mann hier. Der Typ ist echt der beste Mann. Warte mal. So, Peitscher ist tot.
Aufgabe begonnen, töte Peitscher. Zu spät. So, Chef. Tote Peitscher, wie sieht's aus? Nun, hast du jemanden entdeckt? Habe ich. Und? Er ist tot. Er war ein Meuchelmörder. Gott hab Gnade. War es Peker? Ich habe ihn deutlich erkannt. Also sind sie hinter mir her. Ich wusste es. Heilige Maria, es werden weitere kommen. Ich muss untertauchen. Komm nach Palmberg. Dort bist du von einer ganzen Garnison umgeben. Ja, ich schätze, das ergibt Sinn. Danke, ich find's doof, dass man die immer töten muss. Ich stehe in deiner Schuld. Wir sehen uns in Talenberg. Ich find's extrem doof, dass man die immer töten muss. Extrem doof. Ich weiß nicht, was das immer soll. Ja gut, Leute, wenn das so viele wollen, dann werde ich den vielleicht machen. Dann schauen wir mal. Es ist so blöd, dass ich ihn töten muss. Ich hätte ihn einfach umhauen können, zur Wache schleppen, dann. Aber irgendwie funktioniert das ja nicht. Abgesehen davon, dass ich nicht mehr wüsste, wo hier die Wache sein soll. Hättest du mit ihm geredet, hättest du ein anderes Ende gehabt. Wie hätte ich ja mit ihm reden sollen? Da hat er gekämpft. Soll ich es nochmal probieren? Ich könnte es nochmal probieren. Ich hatte es mir fast schon gedacht, aber... Ja, komm, probieren wir es nochmal, ansonsten lade ich das hier nochmal. Ich wäre für Cookie Noms Channel. Da weiß man sofort, was da hingehört. Ja, nur Cookie, sind sie wieder alle verwirrt. Du. Hallo Urban. Wie geht es dir, Heinrich? Ja, besser, wenn du gleich wieder abgewürgt bist. Meine Sattheit ist wieder nur auf 70. Cookies unten, Noms. Du willst nur deine Cookies posten, das ist alles, Schatz. Ich weiß das. So, das machen wir trotzdem wieder, einfach weil ich ihn doof finde. Erst bringt er uns dazu, was zu stehlen, und dann will er uns dafür nur verkloppen. Ich glaube, es hackt. So. Ich klaue dir alles, mein Freund. Noms und Cookie, oh Gott. Wird ja immer schlechter. Übrigens, ich würde es eigentlich nicht tun, aber ich würge sie für Skill. Einfach damit wir besser in Heimlichkeit werden, weil wir können es nochmal gebrauchen. Ja, ich nehme dir auch deine Unterhose weg diesmal, ist mir doch wurscht. Eigentlich wollte ich sie nicht haben, aber hey, jetzt hast du mich soweit. Übrigens mache ich das gerade auch nur aus Zeitvertreib, damit die Zeit rumgeht und der Typ wieder auftaucht. Und weil ich dem anderen eins auswischen will. Ich geb's ja zu. Bogen weg, läuft. So, mein Freund, schauen wir mal. Hey, wer ist da? Niemand. Also bin ich gerade auch nicht wirklich gut zu sehen. Ja doch, Auffälligkeit, Sichtbarkeit ist ziemlich hoch. Ist cool. Ich warte nur, dass die Tür aufgeht. Ich würge sie für Skill. Hallo Neogeist. Ja, schön, oder? Sorry übrigens, wenn ich früher schreibe, als Gary im Stream reagiert, hab mein HS heute meinen jüngeren Bruder geborgt. Achso, den Headset. Live Air? Aha, okay. Ich höre seine Leber. Ja, das ist seine Leber. Würgt die Gürk? Was? Ich dachte, das ist den Jürgen würgen. Oder auch 5 gegen Jauch. Beste Sendung, ne? Und ich weiß nicht, irgendwie fand das keiner lustig. Ich fand's lustig. Ich fand 5 gegen Jauch super.
Sondern wann taucht der Typ denn hier auf? Das gibt's ja nicht. Was? Hey. Muss ich jetzt die Tür öffnen, mein Freund. Was tut man nur, was tut man nicht alles dafür, um hier, ne, noch was Alternatives zu sehen? Sie sind hinter mir her. Ich weiß es. "25 Spiele auf der Wishlist sind im Sale, was zum Henker." Irgendwie bei allen, habe ich das Gefühl, sind 25 zum Sale. Bei mir auch, meine ich. Aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, hey, das muss jetzt unbedingt sein und ich habe sowieso nicht wirklich Geld. Ich meine, wie gesagt, Kingdom 2 Crowns, aber da habe ich Code angefragt und hoffe, dass ich vielleicht sogar 2 bekomme, damit ich mit Maddie zusammenspielen kann. Das wäre toll, wenn wir das zusammenspielen könnten. Ansonsten, ja, ist leider nicht viel, ne? Ich bin besser geknackt. Die Typ ist immer noch nicht da, das ist nicht wahr. Nichts zum Kochen. Okay, ich kann es an- und ausmachen. Ah, da ist er ja. Guten Tag, der Herr. Sieh an, was da unter dem Stein hervorgekrochen kommt. Wieso will er... So viel zu, ich kann mit ihm reden. Und jetzt haben wir dasselbe Spiel wieder wie eben. Dafür wirst du büßen. Oh, guck mal, Urban ist auch dabei. Warum werde ich jetzt wieder gehasst, weil ich das mache, was sein muss? Nämlich dem Typen so eine in die Schnauze brezeln, dass er nicht mehr aufstehen kann morgen. Haha, mehr hast du nicht drauf. Ach, mein Freund, ich habe Panzerhandschuhe, die ich dir ins Gesicht hau. Man weiß, wie das wehtut. Du bist tot. Trau dich doch. Gib auf. Jetzt habe ich Urban gehauen, jetzt krieg ich gleich wieder eine in die Fresse. Ja. Und ich werde dich trotzdem plündern bis zum geht nicht mehr. Es braucht zwischen 23 und 1 Uhr. Taucht er auf? Taucht er nicht auf? Soll man am Tor schauen, ob er doch verbuggt ist? Ich verließ Prag, oder etwa nicht. Darum wollen sie mich jetzt töten. Ach, Nara muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen, das ist schön. Stell dir vor, gibt es mittlerweile schon für 10er. Hm, cool, Neo. Das wäre nice. Bleib stehen, ich hack dir wieder den Kopf ab. Wieso ich? Ich habe Meldungen gehört, dass du Schlägereien... So schnell wirst du die Sache nicht... Ich provoziere Schlägereien, leg sie mit mir an. Wie du willst. Okay, mein Freund. Nee. Nichts da. Wir, du Bestie. Ich hack dich so lange um, bis nichts mehr steht. So, das klingt falsch. Und guck mal, ich habe nicht mal was dafür an Problemen bekommen. Aber ich lade trotzdem den anderen. Leute, ich kann mit dem nicht reden. Fertig, aus. Ja, ich würde dann an Heiligabend auch nicht viel kaufen wollen, also viel arbeiten wollen, dass Leute noch was kaufen können. Das ist, finde ich, auch ziemlich doof. Warum?
Ja, ich find's nicht so lustig. Du könntest ihn doch entgehen lassen. Ich kann ihn. Ich soll ihn laufen lassen? Ich würge sie für Skill. aber ich will ihn nicht laufen lassen. Er ist doof. Meine Untaten, weißt du? Ich mache keine Untaten. Ich habe einen Verbrecher gestellt. Der Typ ist ein offensichtlicher Meuchelmörder. Just saying. Eine Untat wäre es, den laufen zu lassen, den blöden Penner. Jesus, sie sind hinter mir. Ja, und ich kann das vorher nicht beenden, bis der abgehauen ist oder ich ihn abgemurkst habe. Weißt du was? Hier, nix da. Meuchelmörder kommen nicht weit hier. Knack! Bis es bricht, Leute. So, vorbei ist. Die Beine sehen auch nicht mehr ganz so gesund aus. Pfeif drauf. Kannst du uns gerne sagen, was er sonst noch ausgeplaudert hätte? Entdeckt? Habe ich. Und? Er ist tot. Gott hab. Ich habe ihn deutlich erkannt. Also sind sie hinter mir hin. Komm nach Palmberg. Danke, Heinrich. Ich stehe in deiner Schuld. Wir sehen uns in Thalmberg. Da steht, er sagt dir etwas. Okay, dann. Weißt du was? So ist es jetzt. Ich habe eh seine Sachen geklaut, das ist cool. Er liegt dort. Ich heb ihn auf, lass ihn gehen. Ja, man bekommt mehr Geld, das stimmt. Das ist ganz nett, aber man muss auch nur einen halben Tag arbeiten. Es geht ja nur bis 12 Uhr, meine ich. So, ich habe dich geplündert. Aufheben. Have fun going. Steht noch nicht auf? Normalerweise steht ihn dann immer auf. Er verrät mir, dass er kein Meuchelmörder ist. Aha. Was wollte er denn? Wollte er dem die Klöten streicheln oder was? Ich meine, hey, kann er gerne machen, aber das soll er bitte vorher mit ihm absprechen. Wieso hassen mich die Menschen auf einmal? Ich habe überhaupt nichts getan. Vor allem, ich hab die Straßen von so vielen Banditen geräubert, die müssten mir eh alle huldigen, als wäre ich ein Gott. Ich bin ein Gott. Tunkin in Trog. Du meinst wie den anderen, den wir mit dem Mühlengraben geschmissen haben, ins Wasser, und dann mit einem Pfeil von hinten gekillt haben, damit niemand ihn jemals findet? Oh, Kater. Den Quote lösche ich gleich. Geht ja mal gar nicht. Ja. Hier habe ich auch ein Bett. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Du kannst mir nichts nachweisen, so. Wäre ja noch schöner. Schlafen. Und am Ende habe ich wieder irgendwelche Leute am Hals, ne, Karte? Nur wegen dir. Wegen dir habe ich sie wieder alle am Hals. Ich sehe das kommen. Wisst ihr, ob ich Bock hätte, darauf ein Stellaris-Collab aufzunehmen, aber... Gibt niemanden. Wie fehlgeschlagen! Nee, Leute, jetzt ist mir scheißegal. Ja, das muss ich jetzt nochmal machen, oder was? Nee, leck mich doch alle, ey. Ist mir so wurscht. Jetzt drehe ich dem den Schädel ab und gut ist. Dann sehen wir halt nochmal, wie man den töten. Ist mir auch wurscht. Boah, was für eine Scheiße mit den Quests, ey. Der hätte man aber auch ein bisschen angenehmer gestalten können. Ein bisschen durchsichtiger, finde ich. Warum kann ich nicht mit ihm reden und mich dann mit ihm prügeln oder so, wenn es noch Not tut? Naja. Knack. Dann. So. Hat's erledigt, mein Freund. Ab nach Thalmberg und macht zackig hier.
Nun, sonst kriegst du das auch ab, was der bekommen hat. Gott, ich, also komm. Danke. So, go. Ab nach Thalenberg. Du landest genauso hier wie er, wenn du nicht schnell machst. Wo ist ein Grab? Bin nur die ganze Zeit in Gräber gefallen. Da wissen wir nämlich gleich, wie wir es nutzen können. So, hier. Warst vielleicht kein Meuchelmörder? Pech gehabt. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Have fun. So. Nachdem wir den Schmarren erledigt haben, steht, glaube ich, nur noch eines an. Und das ist... oben bei Thalenberg. Ja, hier, bei Uschitze. Das ist es. Den Priester holen und dann haben wir es gemacht. Ich meine, schauen wir mal, wie das hier passt. Gehen wir erstmal nach Uschitze. Dem Minidorf. Ich bin bei FFA rausgekommen. Ah, guck mal. Gegen die 10- und Jägerstaffel kommt man nämlich an, wenn man ein paar mehr Leute hat. Schade, dass es nicht das Mutterschiff war. Das wäre nämlich lustig gewesen. Überfall auf dem Weg. Ja, komm, was soll's. Carter ist wieder nicht raus. Ach, Carter überlebt nie. Ich sage, er soll ja dazu da sein, um euch zu schützen, nicht selber gewinnen. Hey, guys. Bye, guys. Na, dann komm doch. Tot. Das Dumme ist, ich habe einen Langbogen, der feuert halt sehr langsam. Dafür aber auch mit ordentlicher Durchschlagskraft in den Kopf. Ich schätze mal, mit dem Langbogen könnt ihr wirklich aus nächster Nähe jemanden so töten. Das wäre echt übel. Und sehr ein unschönes Bild. Sehr unschön. Das ist ja der Vorteil der Fernkampfwaffe. Man sieht die immerhin nicht später. Ich könnte die alle so mit dem Schwert verprügeln. Warte mal, komm. Das war's schon? Ah, oh, Leute. Deswegen legt man sie mit einem vollgerüsteten nicht an, Leute. Genau deswegen. Genau deswegen. Ihr habt noch nicht mal was Gutes dabei. Schmutzige Handschuhe. Knack. Wenn du halt triffst. Dankeschön, Sapsi. Erinnere mich doch noch. So, Groschen. Alles nix wert, was die hier haben, ey. Meine Pfeile sind mehr wert als alles, was sie tragen. Das ist echt übel. Das Jagdschwert brauche ich auch nicht. Ich will euch nur die paar kleinen Groschen abnehmen. Die wiegen immerhin nichts, was auch Blödsinn ist, aber hey. Ich habe sicher 150 Kilo Groschen dabei. Oh, na gut, dann nehmen wir die auch mit. So, brauchen wir irgendwas? Ein bisschen können wir. Okay, die ist hin. Die ist leider auch schon hin. Der Speck ist auch hin. Oh Gott, der Speck schimmelt wie die Seuche. So, passt. Wer bist du? Ach Gott, du bist... Au! Das Pferd hat mich einfach getreten. Ich glaube, es hackt. Das ist unser Freund, den wir beschützen sollen. Wir müssen ihn nicht beschützen, ne? Oh, hier geht's angeln. Fischreuse. Ganz ehrlich, wir haben Bauern in der Nacht auflauern. Das ist so albern. Immer wieder gern, sagt Sapsi. Mensch, du hast mich auch gern, ne? Ich werde es eines Tages beweisen können, wenn er mal nicht schaut, durchsuche ich den Bot. Ja, wenn ich es lösche, bringt's nichts. Ach so, du meinst, wegen dem, dass ich immer mal wieder gewinne. Kannst den Bot gerne durchsuchen, jederzeit. Kein Problem. Da ist nix. Ich kann das nicht manipulieren. Das ist meine Strecke. Na komm, mein Freund. Und da du der Einzige hier bist, aber er hat ein schönes Falchion. Wo kannst du dir das denn bitte leisten, mein Freund? Oh, Verteidigung hoch, das wurde doch mal wieder Zeit. Könnte ich bei ihm ja ein bisschen üben, weil der kann mir eh nix. Der kann mir auch noch 100 Treffer nix. Komm her, du Scheißkerl! And
That's it. Ey, wir sind so gut im Jagen, wir können sogar mittlerweile einem Häschen einfach so das abstechen. Ich habe ein Häschen tot getrampelt. Nicht ganz tot, es war nur ohnmächtig. Ich habe ein Häschen ohnmächtig getrampelt. Der hat definitiv ein bisschen zu lange am Bier genippt. Danke für das schöne Falchion. Nehme ich gern mit. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Hoffen wir, dass sich jemand findet, der noch ein bisschen deine Kleidung verwerten kann, weil so ist es ja echt eine Verschwendung. Ah, da hat der Kadex gewonnen. Guck dir mal an. Das ist auch selten. Kater hat auch ultra viele Cookies. Ja, die meisten Cookies von allen, glaube ich. Aber ja, ich guck mal, was mir Kadex geschickt hat nachher. Und dann schauen wir mal, ob wir das Skript da reinbekommen können. So, mein Freund, wie sieht's aus? Kommst du jetzt mit? Hallo, Heinrich. Wegen dir muss ich die arme Familie dem blöden Vikar ausliefern, sonst hätte er noch ewig da gesucht. Der will was von mir? Schnapp ihn! Ach nee, das ist ein Dieb. Du entwischst nicht! Ich könnte den Dieb abstechen. Haltet den Dieb! Den kriegen wir. Das finde ich lustig, dass hier immer so kleine Events stattfinden. So, dass wir das einfach hier ein Dieb ist, den wir erstellen können. Bleib stehen, auf zu rennen. Dann. Ja, komm. Zeig, was du drauf hast! Das ist so geil, wie schnell ich einfach zuhauen kann. Hast du genug? Bitte lass mich gehen. Um Himmels Willen, es war doch nur ein Stück Brot. Ich verhungere. Dafür wirst du sterben, für ein Stück Brot. Keine Widerrede. Her damit. Hier. Du hast es nicht anders verdient. Hoffentlich ist es dir eine Lehre. Ich werde mein Leben von Grund auf ändern. Glaub mir. Du hast aber ihn Kerl. Laufen lassen. Einfach so? Und, hast du die Beute? Es war nur Brot. Habe ich. Hier, bitte. Danke. Diese diebische Am liebsten hätte ich ihn ganz laufen lassen. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. 4 Groschen. Naja, Gerechtigkeit ist widerfahren. Sehr schön. Wie Melly einfach mal 4000 Cookies hat. Aber du wolltest ja nicht mitmachen bei dem Discord-Kram, ne? So, wo ist denn jetzt? Jetzt ist der Pfaffe weg. Ich glaube, es hakt. Pfaffe. Er ist nicht mehr in seiner Kirche. Na doll. Das ist ein privater Bereich, ein leerer Raum mit einem Kerzenleuchter drin. Oh Mann. Wo ist denn der Pfaffe hin? Da hilft man einmal jemandem in Not und schon sowas, ne? Schon ist hier alles vorbei. Kann ich auch nicht aufbuddeln, leider. Schade. Also es gibt ein paar Sachen, die ich anders machen würde beim nächsten Mal. Oh, hier ist Moment, hier ist ganz viel Baldrian. Mit einmal sammeln kriegen wir das alles. Wir haben ganz schön viel verbraucht, deswegen. Wer weiß ja nicht, man weiß ja nicht, ob es nochmal nützlich wird.
Einmal hilft man jemandem und dann sowas, ne? Ist direkt schon wieder der Weg, den man eigentlich... Gott, schütze dich, Heinrich. Godwin, komm jetzt her. Ich hätte eine Bitte an dich, Pater Godwin. Ach ja, mein Sohn? Wie kann ich helfen? In Talmberg gibt es viele Tote und Verwundete. Aber niemanden, der ihnen ein Kreuz auf die Stirn malt. Ich würde gerne helfen, Heinrich. Oh, du hast keine Sorgen. Ich habe Gesandte des... Ich. Frag woanders. Gott sei mit dir. Er will einfach nicht mit, habe ich das Gefühl. Kater, das heißt Candelabra. Candelabra. Candelabra, Candelabra. Gibt's noch irgendwo einen Pfaffen? Ansonsten ist irgendwas buggt. Und das wäre scheiße. Ach nee, wir haben ja nur noch nicht mit ihm hier geredet. Deswegen ist die Quest noch nicht offiziell vorbei. Okay, dann nochmal hin und zurück und dann passt das. Kerzenleuchter sind auch nur Menschen. Maybe. Sind wahrscheinlich nur klüger als Menschen. Meine Cookies, die gebe ich doch nicht her. Cookies. Ah, vor allem hat Melly ganz schöne Cookies gebacken. Die sind echt lecker geworden. Traurig. Ja, traurig, weil irgendjemand muss sie ja essen, dann wird man doch fetter. Och, Herr Hanusch, warum rennen sie denn hier so rum wie so ein Bekloppter? Mich wundert, dass sie keine Pfeile auf uns schießen. Ups. Wahrscheinlich, weil... Wie ist mir denn da gefallen? Das Knie sah auch nicht besonders gut aus, muss ich sagen. Oh well. Ja. Da sind heller als Menschen, der Kater wieder. Da muss der wieder einen raushauen, der Drecksack. Ja. Hanusch? Der war doch gerade noch hier. Ja. So, wenn wir mit dem geredet haben, dürfte es um den Pater gehen, dann sind wir durch. Dann müssen wir nur irgendwie diesen blöden Tribok bauen. Fühlt er sich cool, weil er auf dem Pferd sitzt. Na. Würdest du bitte absteigen? Ja. Psst, Schatz, Strength Unity hat genauso viele wie du. Oder noch mehr, ja. StarCraft Remastered kaufen und die geile Story nochmal spielen? Ob sich das lohnt, Neo? Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich meine, die Story war gut, ohne Frage, aber das Game selbst wäre zumindest nicht meins. Vicar ist dann. Der Vicar wird dir keine Sorgen mehr bereiten. Ausgezeichnet. Endlich gute Nachrichten. Mir kamen haarsträubende Gerüchte aus Uschitze zu Ohren. Also was geht dort vor? Es mag dich überraschen, Herr, aber es gab tatsächlich Ketzer in Uschitze. Willst du mir damit sagen, der Vikar kam nicht wegen meiner Besitztümer? Das weiß ich nicht. Aber er vermutete Ketzer in der Gegend und wie sich herausstellte, bestätigte sich sein Verdacht. Himmel, das hätte ich in meinem Leben nicht erwartet. Hast du sie gefasst? Nein, sie sind geflohen. Die Untersuchung des Vikars blieb nicht unbemerkt und sie haben deine Ländereien verlassen. Immerhin etwas. Und sorry. Was ist mit dem Vikar? Der ist ihn vermutlich auf den Fersen. Hoffen wir, dass er nicht zurückkehrt. Wie dem auch sei, danke, dass du dich um den Vikar gekümmert hast. Der war mir wahrlich ein Dorn im Auge. Nimm das zum Dank. Mit Freuden, Herr. Gott sei mit dir. Hol ich morgen, Schatz. So. Das Ding ist, okay, ich hoffe, sie entkommen. Ich finde, StarCraft macht nicht so viel Fun, Dragon Unity. Und zwar, mir ist das Spiel zu schnell. Wenn du es wirklich bei einem Game auf die Millisekunde genau timen musst, um eine gute Chance zu haben, dann ist es echt bescheuert. Dann brauche ich das nicht. Und da habe ich dann keinen Bock mehr drauf. Ich mag diese Art von RTS nicht.
Darum mag ich Sins of a Solar Empire besser. Weil da musst du, also da ist es zwar auch gut, wenn der Anfang nicht unbedingt sekundengenau läuft, aber in einer bestimmten Reihenfolge verläuft und sowas, aber das Spiel wird dann so komplex, dass das keinen Sinn mehr macht. Dass du Sekunden zählst praktisch. Und das finde ich gut. Dadurch wird das Spiel langsamer, es wird ein bisschen, ne, die Geschwindigkeit rausgenommen und es geht mehr um Strategien, Footholds, wie man die Situation halt für seine Richtung bringt. Nimm ruhig. Nimm beides. Maddie hat jetzt den Adventskalender aufgemacht und will mich wieder mästen. Finde ich nicht gut. Und stört den Stream. Ist schlimm, oder? Und jetzt schmolzt sie auch noch. Das ist voll unfair. Oh Gott, die Folge ist auch gleich wieder vorbei. Ich hatte gedacht, wir kommen hier schneller durch, aber mit dem ganzen Blödsinn. Bitte kein Caps Lock, Suspicious Doggo. Oh! Nein! Ich will doch nicht weitermachen. Plätzchen. Ihr möchtet das Tor angreifen, richtig? Genau. Wir wollen nicht mehr Schaden anrichten als notwendig. Das ist verständlich. Toss hat sich also dort verschanzt. Auch richtig? Ja, genau, Meister Konrad. Ich hörte, habt ihr noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ach, nicht wirklich. Mit dem bin ich fertig. Bei seinem Feldzug gegen die Ottomanen zog Sigismund Tossrat meinem vor. Und wir wissen alle, wie das endete. Ach Herr, wie endete es denn? Schlecht, mein Herr. Der Stolz der französischen Ritterschaft fand dort sein Ende. Sigismund floh um sein Leben. Und ja, zugegeben, ich ebenso. Sie stört nicht auch. Ich kann dir versichern, wir werden hier nicht denselben Fehler machen. Wir haben nicht vor, sie auszuhungern, damit sie aufgeben. Wir wollen das Tor niederreißen. Ich stehe euch zu Diensten, mein Aushungern Herr. Wäre aber so besser. Schnell, wir können. Der Tribok sollte schon in ein paar Tagen fertig sein. Und ich könnte Roquetas zur Verfügung stellen, um die Feinde von den Zinnen zu fegen. Roquetas? Ich glaube, ich habe dieses Wort noch nie gehört. Roquetas sind mit Schwarzpulver gefüllte Geschosse mit einem Loch an der Unterseite, um sie zu entzünden. Sie fliegen auf den Feind zu, wie in etwa bei einer normalen Kanone, nur ohne die Steine. Absolut effektiv, meine Herren. Verstehe. Aber wir haben hier in der Gegend weder Schwarzpulver noch Kanonen. In der Tat. Das hätte mir klar sein sollen. Aber ich bin ein großer Freund der Roquetas und male mir oft aus, was Alexander der Große mit ihnen hätte erreichen können. Wir sind alle angucken, so, Ich verstehe schon. Wir befinden uns hier in einer gewöhnlichen Situation, die auch einer gewöhnlichen Lösung bedarf. Die unterschiedlichen Lautstärken sind nicht schön bei den Sounds. Ich hoffe immer, dass Toss zur Vernunft kommt und mit uns verhandelt. Ich denke, das wird er, Herr. Spätestens dann, wenn er unseren mächtigen Tribok vor seiner Nase sieht. Na gut, hoffentlich kann ich wenigstens noch den Pater holen, dann bin ich glücklich. Weil das alles, was uns noch fehlt. Ansonsten schrei ich. Sehr gut, danke, Game. Lass mich jetzt den verdammten Pater holen. Berichte Meister Pfeiffer, nicht Pater. So, hier, der Pater ist hier. Komm schon. Oh, Game. Beste Mechanik. So. Gimli, what? Den mächtigen Tribok vor der Nase. Ja, kannst du aber glauben. Wenn die den mächtigen Tribok aufstellen, dann geht's aber rund. Oh Mann, Kater, ey. Ah, so versaut. So, jetzt lass mich endlich den blöden Pater abholen, dann können wir endlich das Spiel weiterspielen. Wie passend, Gimli. Beste Quote. Bisher sind alle Quotes von Kingdom Come oder X, by the way. Und mehr von Kingdom Come. Finde ich schon fast etwas schade. Ich hätte eine... Ach ja, mein Sohn? In Thalmberg gibt es... Hat jemand nach mir verlangt? Herr Divisch persönlich. Oh, Herr Divisch verlangt nach mir und schickt den jungen Heinrich als Boten. Wie könnte ich da ablehnen? Ich mache mich sofort auf den Weg. Alles Gute. Hä? Warum auf einmal so assi? Wir sind die besten Bros. Das ist eine dreifache Lust. Ja, genau, Kadex, so läuft das. Genau so läuft das. So, jetzt müssen wir Herrn Divisch berichten.
Nope, apparently not. Ja, dann go for it, Heinrich. Ich kann ja nochmal alte Streams schauen und mir da ein paar denkwürdige Sachen aufschreiben. Viel Spaß dabei, Carter. Ich bin gespannt, ob du bei irgendwas, also da irgendwas rausziehen kannst. Doubt it. Aber wenn du deine Zeit damit verbringen möchtest, dann bin ich froh. Weil dann schaust du immerhin bei mir. Was leider nicht so viele machen. Aber ich weiß, dass du ja eh öfter schaust. So, egal. Wir machen hier auf jeden Fall jetzt erstmal einen Cut. Wir haben endlich den Tribok soweit, ne, ready geholt. Und ready geholt. Ich bin auch der Beste in Deutsch, ne? Oh, 16 Leute heute, Mensch. Beeindruckend. Willkommen an alle und seid alle mal gegrüßt. Ich hoffe, euch gefällt's. Wir machen jetzt auf jeden Fall einen ganz kurzen Cut auf YouTube. Und beim nächsten Mal geht's weiter bei Kingdom Come Deliverance. Bis dann, Leute. Tschüss.